Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei euren Krangers und einem weiteren Netztest. Und zwar heute checken wir doch mal das DLC Skyrim Dragonborn. Ja, ihr wisst, ich bin großer Skyrim oder allgemein großer Fan der Elder Scrolls Reihe. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Nein, ich bin großer Fan. Und daher musste ich auch mal euch hier das Dragonborn DLC vorstellen. Kurz erstmal ein paar kleine Infos. Das Dragonborn DLC ist das neueste DLC zu Skyrim. Ist jetzt endlich auch für den PC erschienen. Und fügt die Insel Solzheim in das Spiel ein. Solzheim selbst gehört, eigentlich so gesehen, gehört es zu Himmelsrand. Aber die Bewohner von Solzheim selbst sehen die Insel immer noch als Teil Morrowinds an. Und es ist eigentlich, im Prinzip ist es der Teil von Morrowind, diese Insel Solzheim. Und genauso ist diese Insel auch angelehnt vom Stil her. Richtig schön Morrowind mit diesen alten Pilzhäusern und wunderbar. Also da bin ich ja sehr Fan von. Auch alte Elder Scrolls Fans werden sich an diesen DLC, ja, erfreuen. Und natürlich auch eine kleine Story dazu. Und zwar geht es darum, dass das erste Drachenblut Mira'ak zurückkehrt. Und auf dieser Insel Solzheim gehen aufgrund dessen komische Dinge vor sich, die wir jetzt untersuchen müssen. Denn wir wurden jetzt von irgendwelchen Kultisten angegriffen. Das heißt, irgendwelche, die den Kult von Mira'ak, ja, Anhänger des Kultes von Mira'ak, dem allerersten Drachenblut. Und die wollten uns töten. Jetzt ist es unsere Aufgabe, hier mal zu lesen. Also ich kann das jetzt nochmal zeigen, weil ich das noch nicht gemacht habe. Ich habe es nur kurz angefangen. Ich habe die Kultisten getötet. So, dann bekommt man nämlich, nachdem man die Kultisten getötet hat, dazu müsst ihr übrigens erst die Mission, die Quest Horn des Jorgen Windrufers erledigt haben. Sonst klappt das Ganze nicht. Und dann erhaltet ihr hier, nachdem die Kultisten euch einfach in irgendeiner Stadt angreifen, hier den Kultistenbefehl. Den lese ich kurz mal vor hier. Übrigens wird es ein zweiteiliges Let's-Test, damit ich euch auch einiges zeigen kann. So, Reise nach Solzheim. Geht in Rabenfels an Bord der Nomaid. Bla bla bla. Bringen sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Tenius, bevor er Solzheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht eures Erfolges zurück, dann wird Mira'ak sich erkenntlich zeigen. Ja, das war der Befehl, den die Kultisten hatten. Und aufgrund dessen werden wir uns jetzt mal aufmachen zur Insel Solzheim. Solzheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Doch, das wirst du. Es ist schwer zu erklären. Ich erinnere mich, wie diese Leute mit den Masken an Bord kamen. Und dann plötzlich war ich hier und sie waren weg. Ja, das ist... ganze Tage zu verlieren ist unheimlich. Ich wollte gerade sagen. Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Ihr schuldet mir aber etwas. Da habt ihr recht. Ich sollte euch wenigstens zurückbringen. Vielleicht könnt ihr auch aufhalten, was immer dort vor sich. Übrigens spielen wir immer noch mit dem Charakter, mit dem wir letzten oder mit dem wir dann Skyrim aufgehört haben, mit Tenius, mit dem zocken wir immer noch hier. Der hat sich jetzt, ja, ich habe es nicht mehr oft gespielt, da ich jetzt selbst auch an einer Mod dran bin für Skyrim und da spielt man nicht mehr so viel, da testet man mehr. Falls ihr wissen wollt, welche Mods, schaut auf meinen Kanal Drachenheim. Steht dort eine Verlinkung zum Forum, dort könnt ihr euch mal belesen, was denn überhaupt meine Mod sein wird. Um es kurz zu sagen, es wird eigentlich nur eine Hausmod, aber ja, es ist ein Remake. Ich hatte das schon mal, weil ich dieser Hausmod noch eine gewisse Story verpassen wollte, diese vertonen wollte nochmal ordentlich und so weiter und so fort. Genaueres könnt ihr dann, wie gesagt, auf dem Kanal nachlesen unter Drachenheim. Jetzt geht's aber erstmal nicht um Drachenheim, sondern Drachenblut. Habe ich die Quest überhaupt aktiviert? Ja, ja. Und jetzt werden wir hier oder erreichen hier die wunderbare Insel Morrowind. Da wären wir. Solzheim. Das ist Rabenfels.
kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Genau, die Stadt hier als Rabenfels. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Nichts Gutes. Rabenfels entdeckt. Ich wünsche mir auch manchmal so, dass ich das Skyrim-LP jetzt gemacht hätte, weil ich jetzt viel mehr Erfahrung habe als jetzt bei, aber nun gut. Hallo, grüß dich. Ich kenne euch nicht. Daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein, Fremdling. Erklärt eure Absichten. Ich bin Taliban und würde die ganze Insel wegsprengen. Reicht das? Ja, nicht. Naja, dann suche ich Arbeit. Dazu habt ihr euch den schlechtesten Ort in ganz Morrowind ausgesucht. Genau, es gehört noch aber zu Morrowind. Wie ihr wollt. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Für die Dauer eures Aufenthalts solltet ihr euch an unsere Gesetze halten. Irgendwelche Fragen? Also, dann nochmal Entschuldigung für die Fehlinformation. Es ist tatsächlich komplett Morrowind hier, die Insel. Ich dachte, dass ich da mal irgendwie was gehört hätte. Sie sei noch irgendwie zum ans Himmelsrand gebunden, aber ja. Fragen Sie mal nach Mirak. Ich bin nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich glaube nicht. Ich bin nicht... Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Mit dem Erdstein. Okay, da drüben ist ja Erdstein. Und den werden wir jetzt auch mal genau untersuchen hier. Was denn los ist mit den Erdsteinen? Allgemein, wie gesagt, ich finde das hier... Jetzt auch nochmal in der Grafik finde ich die Umgebung von Morrowind einfach nochmal 10.000 Mal geiler als die von Himmelsrand, muss ich einfach sagen. Ihr dort. Ihr scheint euch nicht im gleichen Zustand wie die anderen hier zu befinden. Darf ich fragen, was genau ihr hier tut? Ah, der wird nochmal wichtig sein für später, aber naja. Mirak, oh, wartet, ich erinnere. Mirak ist schon seit Tausenden von Jahren tot. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist faszinierend, oder? So, suche den Tempel von Mirak auf. Dann tun wir das. Aber wartet mal, ich schau mal vor in den Einstellungen. So, nee, ist alles in Ordnung. Okay, habe ich mir das nur eingebildet. Wie gesagt, auch die Pflanzen hier, die Atmosphäre, das wurde super rübergebracht. Ich dachte... Ernsthaft, ich war am Anfang ein wenig, ja sagen wir mal, verunsichert, ob man die Atmosphäre von Morrowind hier wirklich auch in Skyrim transportieren kann. Ich dachte erst, hatte erst Sorge, dass es vielleicht mehr so Morrowind abklatschen wird, aber ich muss sagen, es ist gelungen, Freunde. Es ist euch wirklich gelungen, Bethesda. Morrowind nach Skyrim zu holen oder... Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? So, was mir jetzt noch gelingen müsste, wäre mal, dass ich hier irgendwie... Ach, hier geht's raus, gut. Wir müssen nämlich hier drum rum und dann auf zu Mirak's Tempel. Wunderbar, ich find's super. Aber wie gesagt, es kotzt mich ehrlich gesagt ein bisschen an, dass ich gleich am Anfang als Riesenprojekt... meiner Let's Player-Karriere Skyrim nehmen musste. Das regt mich jetzt im Nachhinein ein bisschen auf. Weil ich meiner Meinung nach jetzt als Let's Player einen riesigen Fortschritt gemacht habe im Vergleich zu, leck mich am Arsch, mit den Klopp ich mich nicht. Im Vergleich zu früher. Ach komm hier, ich helfe dem. Lass den Jungen in Ruhe. Er hat euch nichts getan. Das Blöde ist natürlich, dass ich Vampir bin. Und nicht wirklich hier. Also die Vampirkräfte in Skyrim werden überschätzt. Auch wenn ich jetzt Vampirfürst bin. Es ist einfach total überschätzt. Ne? Hier natürlich auch diese Kreaturen hier, diese Steingolems, die sind komplett neu. Oder diese Aschenbrut. So, mit denen sprechen wir jetzt nicht. Man merkt natürlich jetzt auch daran, was das hier für ein Effekt ist. Hier übrigens der Rote Berg von Morrowind. Ja. Auch hier, wie in Skyrim, ihr bekommt nochmal viele Nebenquests dazu, neue Kreaturen. Zum Beispiel bekommt ihr kleine Goblins mit Speeren. Soweit ich aber... Cool, ein Grashüpper.
Soweit ich das beurteilen kann, aber soweit ich das weiß, könnt ihr die Speere allerdings nur als Pfeile einsetzen. Also ihr könnt sie nur werfen. Richtige Nahkämpfe mit Speeren gibt es noch nicht. Aber ich denke mal, in der Modder-Community, unter den Moddern, wird da schon ordentlich dran gearbeitet, dass man dann auch später in Skyrim Speere als Nahkampfwaffen benutzen kann. Das ist ja immer auch so eine super Sache, die ich auch bei Oblivion damals, als ich das gespielt habe, einfach... Boah, lasst mich doch in Ruhe, ihr Kackfressen. Boah. Lasst mich in Ruhe. La 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 la. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz mal schauen hier. So, da bin ich wieder. Müsste bloß mal kurz was... Ja, da war was nicht in den Einstellungen in Ordnung. Oder zumindest hatte ich das Gefühl. Ne, wo war ich stehen geblieben? Wir können ja ein bisschen labern. Zu Mira Axtempel ist es noch ein bisschen. Hallo? Wow. Ich hasse die Viecher. Ey, wenn ich eins hasse, dann diese... Atro-Dingens-Kirchen. Ah, besonders diese Feuerdinger. Ne, die hasse ich auf die... Das hat mich ja damals bei bei Oblivion fasziniert, diese Modder-Szene. Dass es einfach so viele Leute gibt, die sich da an irgendwelche Mods dran setzen und das wirklich hochqualitativ gemacht ist, ne? Da sind Sachen dabei, da finden Leute irgendwelche Mods, da kannst du halt mal schnell die 7 Dragon Balls suchen. Na, ist halt so, das ist genial. Einfach nur genial. So, ich werde jetzt erstmal, apropos genial, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen rumrennen. Was ich bemerkt habe, damit ich auch mal ein bisschen kritisch wirke hier, Dragonborn ist noch lang nicht ausgereift. Also es gibt da ab und zu in den Dialogen oder Personen gibt es ab und zu mal, scheiße, das ist doch kein Weg hier. Gibt es mal irgendwelche Mängel, zum Beispiel der Magier, mit dem ich eigentlich mal sprechen sollte innerhalb einer Quest. Der ist mal durchgedreht, Amok gelaufen und... Ich weiß nicht, der hatte nicht das Bedürfnis, mit mir zu reden. Aber gut, das ist eine andere Sache. Der hat dann zum Beispiel 5 Stunden hat er dann auf dem Boden gehockt, ist durch die ganze Halle gekraucht und... Ja, solche Sachen halt, aber... Nichts ist von Anfang an perfekt. Gerade Bethesda arbeitet ja stetig oder ständig daran, das Spiel mit irgendwelchen... Patches zu verbessern und deswegen bin ich da eigentlich recht zuversichtlich und möchte da mal nicht zu viel meckern, weil mit Dragonborn ist Bethesda wirklich ein kleiner Meisterstreich gelungen. Muss ich zugeben. Als alter, aber ich spreche auch als Skyrim-Fan hier, als Elder Scrolls-Fan, deswegen. Naja. So, hier ist Mirak's Schrein. Mirak, das erste Drachenblut. Der eigentlich schon vor tausenden Jahren gestorben ist. Und anscheinend sind diese ganzen Arbeiter hier auf Morrowind, die arbeiten alle an den Schreinen, wie bekloppt. Die arbeiten an diesen Schrein für Mirak, aber keiner weiß warum. Die haben praktisch keinen Willen mehr. Nun sehen wir durch ihn, genau, die sind sozusagen besessen. Was führt euch hierher? Warum seid ihr hier? So, wer seid ihr? Ich bin Freya von den Skaal. Ich bin hier, um mein Volk zu retten. Ich bin mir nicht sicher. Es bringt sie dazu, sich selbst zu vergessen und an diesen schrecklichen Machenschaften zu arbeiten, die die Steine und das Land selbst korrumpieren. Mein Vater Storn, unser Schamane, sagt, dass Mirak nach Solstheim zurückgekehrt ist. Aber das ist doch unmöglich. Nicht so unmöglich. Dann haben wir beide allen Grund zu sehen, was unter... Der hat versucht, mich zu töten. Lasst uns gehen. Ich kann hier nichts mehr tun. Wir müssen einen Weg in den Tempel dort unten finden. Ich darf mein... So, dann suchen wir doch mal einen Weg in den Tempel. Zufälligerweise weiß ich, dass da gleich Besuch rauskommt. Deswegen halte ich mich hier noch ein bisschen, ne? Hoho, hier kommt gleich das Feuer. Ey! Du Drecksau! Was soll denn das? Ha! Hier in seinem Tempel, du kannst mich mal... So... Wunderbar. Wir sehen uns dann im zweiten Part des Let's Tests zu Skyrim Dragonborn wieder. Und ich sag, ciao, euer Krangus. Macht's gut.